Was geht, Freunde? Herzlich willkommen zu einem weiteren Dragon Ball Z Dokkan Battle Video auf dem Kanal. Mein Name ist Maxi und heute geht es um die Legendary Summon Banner oder um den einen, den es aktuell gibt zu den neuen Androids 17 und 18, / 16 aufgrund eines Exchange Active Skills. Hat es einen längeren Namen bekommen, was ganz gut ist, denn was viele von euch noch nicht wissen, weil ihr das Spiel vielleicht noch nicht lange genug spielt, ihr könnt pro Team nur einmal denselben Namen des Charakters irgendwie. Ihr könnt nicht ein ganzes Team mit Son Goku, Son Goku, Son Goku spielen. Und das wäre dasselbe hier. Denn es gibt schon eine LR-Version von den Androids, die schon super alt ist. Ich euch aber bei der Gelegenheit auch nochmal gerne zeigen möchte. Das ist hier eine der LR-Karten. Und zwar, wo seid ihr? Hier seid ihr. Android 17 and 18 Legendary Rare-Karte. Ist auch eine Free-to-Play-Karte. Also alt, immer noch schön. Ja, cool auf jeden Fall. Wäre jetzt die neue Version davon auch vom Namen her gleich gewesen, hätten wir nicht beide in einem Team spielen können. Deswegen haben sie sich ganz raffiniert gedacht, wir nennen die neue Karte Androids 17 and 18 / 16. Dadurch können wir sie in ein Team packen. Das ist gut. Und wir versuchen jetzt einfach mal unser Glück mit ein paar Multisummons. Wir werden nicht allzu viele machen, denn es werden noch neue Banner kommen mit Charakteren, die ich unbedingt haben möchte. Das ist jetzt eher so Fun. Ich werde die Karte trotzdem spielen, wenn ich sie ziehe. Ungeachtet dessen gibt es auch noch andere LR-Karten, die in diesem Banner sich verstecken und auch andere sehr gute Karten, die ich gerne ziehen möchte. Und deswegen probieren wir es einfach mal aus. Let's go. Wir werden jetzt hier den Summon einmal durchführen. Kostet 50 Stones. Wir haben 10 Charaktere, die wir ziehen können. Hier nochmal kurz die kleine Übersicht, was es geben wird. Den Kollegen kennen wir schon ungefähr. Wir kennen den hier auf der linken Seite. Ihr seht ihn da drüben. In der Agility-Version, das ist die alte Version von ihm als Intelligence, die immer noch sehr, sehr stark ist. Hier auch nochmal eine schöne Variante. Sehr viele Cell-Karten, die Androids, Vegeta, der ist auch bombenstark. Auf den freue ich mich, der bekommt dann noch ein Extreme Z-Awakening, auch nochmal eine spezielle Weiterentwicklung der Karte, die sehr defensiv, also die ist richtig stark in der Defensive. Dann haben wir hier aus dem, das Spiel kennen vielleicht der ein oder andere, aus Dragon Ball FighterZ. Habt ihr vielleicht selber mal gespielt? Warte mal da, hier. Brennt hier gerade meine Birne ab oder was? Alles gut? Dragon Ball FighterZ. Es gibt es ja auch zu verschiedenen Games dann so Special Banner, um die Karten einfach zu präsentieren. Es gab es auch zu Dragon Ball Heroes World Mission gab es coole Karten. Es waren vorwiegend die Super Saiyan 3 Karten zu verschiedenen Charakteren und natürlich Androids ohne Ende und Vegeta, weil es halt einfach dazu passt. Gut, also, let it rip, Freunde, Multisummon, der nächste. Wir haben ja schon zwei Stück gemacht bei dem Einführungsvideo zu dem Thema. Heute wird es ein reines Summoning-Video, damit ihr seht, was hier so abgehen kann. Okay, wir haben Vegeta, wir haben Krillin und wir haben Son Gohan gehabt. Schauen wir mal, was passiert. Entwicklung, straight, mit einem Rainbow-Release. Und es ist eine Fusion. Es ist eine Fusion, Leute. Es ist eine Fusion und damit stehen die Chancen sehr gut, dass wir einen der vorhin gezeigten Charaktere ziehen. Und es kann sein, dass wir auch die legendäre Karte ziehen. Und das wäre mehr als Gangster für mein erstes richtiges Summoning-Video hier auf YouTube. Aber es beginnt erstmal Chili Vanilli mit Yajirobe ist am Start. Android 16 haben wir schon gesehen. Eine der eher günstigeren Karten. Wir haben Piccolo am Start. Auch ein cooler Charakter. Dann haben wir Son Gohan, Teen. Weiter geht's mit Android 18. Die Karte kennen wir schon. Auch schon gesehen. Okay, let it rip. Shugesh. Shugesh. Der fetteste Saiyajin, den ich eigentlich kenne. Neben, wobei Nappa ist nicht fett. Der ist einfach riesig und bullig. Dann haben wir Baby in der U-Form. Wir haben nochmal Android 16. Ich habe nicht mitgezählt. Aber ich glaube, wir müssten jetzt schon am Ende sein. No shit. No shit. Das ist eine LR-Karte. Das ist eine scheißgeile LR-Karte, Freunde. Wie geil. Oh Mann, ich wollte die Karte schon so lange haben. Das ist eine Karte, die mir fehlt, um ein wahnsinnig starkes Deck aufzubauen. Es ist wirklich das einzige, der einzige Bestandteil, der mir noch gefehlt hat, für ein sehr gutes Siblings-Bonds-Team. Weil ich habe seinen Gegenpart. Und jetzt habe ich auch noch ihn. Den God of Destruction himself als LR. Ja, er kann sich entwickeln. Wie Gangster. Alter, wie geil. Ich ziehe ungefähr nie LR-Karten in so einem Summon, ja. Und jetzt bei einem Video kommt er halt direkt. So, das ist er, wenn er sich final weiterentwickelt hat. In die LR-Version. Beerus and Whis. Whis ist sein Trainer, sein Mentor, sein... Ich glaube auch irgendwo sein Buddy. Ja, er gibt es bestimmt nicht zu, aber er ist schon sein Buddy. Und die Karte ist so gut.
Die ist so geil, mega. Okay. Genug gehypt. Nee, nicht genug gehypt. Damn it! Wie gut! Wie gut, okay. Wir haben schon mal eine LR-Karte gezogen. Das heißt, für mich hat sich das Video jetzt schon gelohnt, weil ich die Karte unbedingt haben wollte. Wichtig, auch eine Sache, die ich euch noch nicht gezeigt habe. Wenn ihr Karten zieht, habt ihr hier in dem Bereich die Möglichkeit, oben rechts ein Schloss zu legen oder ein Schloss zu setzen. Dadurch ist die Karte gesperrt. Das heißt, mit der Karte kann nichts passieren. Sie kann nicht fälschlicherweise beim Training eingesetzt werden. Sie kann nicht verkauft werden. Sie kann nicht für Barber Points irgendwie verkauft werden. Das ist gut. Sichert euch somit die Karten, die ihr brandneu zieht, vor allem die SSR-Karten, weil sie sind so wertvoll. Weiter geht's. Nächster Multisummon. Und vielleicht nochmal die Chance auf eine gute Karte. Ja, das war die Fusion. Ich sag's euch. Es war die Fusion. Und es wird wieder ein Vegeta am Start sein. Rainbow. Und eine Verwandlung. Okay, keine Fusion. Alles gut. Ich habe noch nicht komplett mir das angeschaut, wie sich die Super Saiyan 3. Hätte noch eine Stufe höher gehen können, aber das ist schon mal gut. Ja. Auch hier steht nochmal die Chance im Raum, eine gute Karte zu ziehen. Ich habe mir noch nicht genauer angeschaut, wie sich das zusammensetzt, dass wenn verschiedene Charakter in diesem Bild, in dieser Animation erscheinen, dass automatisch eine Fusion entsteht. Aber Vegeta muss dabei sein. Und jetzt glaube ich, gibt es auch mit dem Majin Buu und mit Krillin gibt es auch nochmal irgendwelche Specials. Muss ich mal gucken. Ja, vielleicht mache ich dazu auch mal ein kleines Video oder ich gebe euch mal eine Liste raus. So, vielleicht gewöhne ich mich auch an, mal so ein bisschen immer mitzuzählen mit meinen Fingern, damit ich weiß, wo wir gerade sind. Weil wenn man bubbelt, dann verliert man nochmal den Überblick. Vegeta, ich glaube, müsste Karte Nummer 5 sein. Mal schauen. Weiter geht es mit der besten Fusion zweier Kais. Wir haben Kibito Kai, ja, auch mitvertreten. Dann haben wir unseren Future Teen Trunks. Das ist eine ziemlich coole Karte vom Artwork her. Wir haben unseren Max Power Master Roshi. Immer auch schön zu sehen. Krillin ist am Start. Unser bester Freund. Okay. Das ist schon die letzte Karte. Das ist ein Goku Kaioken SSR Tech. Der ist auch gut. Ich glaube, da hat mir noch eine Version tatsächlich gefehlt. Und dann könnte ich aus dem auch eine Rainbow machen. Schauen wir mal hier in den Grove. Ja, okay, den habe ich schon. Den habe ich mir schon geholt. Der war eigentlich auch ganz nett. Auch ein Leader für die Goku-Family. Der ist echt nice. Doch, den muss ich mir mal sperren, weil ich nicht weiß, ob ich den noch brauche oder nicht. Nächster Multisummon. Ich denke, wir machen noch so 2-3 Stück. Mal schauen. Sind noch ein paar Sales aktuell. Gohan. Goten und Trunks. Auch wieder Fusionspotenzial. Zumindest die beiden, wenn sie fusionieren. Wäre gut. Okay, weiter geht's. Super Saiyan 3 und gehen wir auf Gott? Gehen wir nicht. Alles gut. Trotzdem, hier auch nochmal die nächsten 10 Karten. Nummer 1, Vegeta. Wir haben Majin Buu. Wir haben Babidi. Alles aus der Buu-Arc. Okay, wir haben einmal unsere Extreme Tech-Version von Android 18, die ja auch ein schönes Dokken Awakening bekommen hat. Süßes Artwork auf jeden Fall. Super Saiyan Trunks Kit. Dann haben wir unseren Teen Gohan wieder vertreten, haben wir auch schon mal gesehen. Welcome to the Party, Tora. Von dem gibt es auch eine ziemlich starke SSR-Variante, die als Supporter für die Teams sehr stark ist. Nail ist mit vertreten. Die vorletzte Karte ist einmal unser altbekannter Chao Tzu. Gute Karte. Solltet ihr diese Karte ziehen, hebt sie auf jeden Fall auf, macht ein Schloss dran, denn die Karte ist sehr, sehr stark. Schaut zwar unscheinbar aus, aber die ist wirklich gut. Und die letzte Karte ist ein Metal Cooler und der ist sehr, sehr gut, ist auch ein Support-Character für die Extreme-Character, das heißt für die Bösewichte und der wird auch in der näheren Zukunft ein Extreme Z-Awakening bekommen, dadurch noch besser werden. Seine Fähigkeit ist es, jedem Extreme-Character im Team 2 Ki zu geben und Angriff plus 30%. Das ist sein passiver Skill, wenn er einfach mit auf dem Feld ist und das ist wirklich gut. Genauso wie Shocking Speed ein sehr guter Link ist und Shattering the Limit haben auch sehr viele dieser entwickelten Charakter. Okay, sehr nice. Werde ich auf jeden Fall brauchen können. Den hebe ich mal auf für ein Video zum Thema Hidden Potential. Genauso wie den Son Goku, den wir vorhin gezogen haben. Mit dem Kaioken Kamehameha. Dann werde ich euch da erklären können, für was die gedacht sind. Ein sehr starkes Trio. Auch hier die Möglichkeit, wieder was ziemlich Fettes zu ziehen. Weil das ist, wie, keine Ahnung, ja, wie Arsch auf Eimer, ja. So blöd der Vergleich auch sein mag. Aber diese drei sind ungefähr das typische Trio. Und wenn die zusammen erscheinen, müsste eigentlich auch meines Wissens nach ein, ist dann ein
Featured Character mit in der Summon? Ich weiß es nicht genau. Finden wir es gemeinsam heraus. Mit dem Great Saiyaman geht's weiter. Dann haben wir Raikou, Nummer 3. Nummer 4 ist wieder Vegeta, haben wir schon ein paar Mal gesehen. Nummer 5 ist Android 18, auch süßes Artwork. Dann haben wir wieder Android 18, haben wir schon wieder die Karte gezogen. Ich glaube, bei mir ist die schon zu 100%. Muss ich nochmal nachchecken. Piccolo ist vertreten. Nummer 8 ist Guldo. Ziemlich hässliches Artwork, auch eine sehr alte Karte. Nummer 9 ist Dr. Gero und die letzte Karte des Summons ist ein Strength Super Saiyan 3 Goku aus Dragon Ball GT, den ich auch schon zu 100% habe. Werde ich ihn aber wahrscheinlich für den anderen, es gibt mehrere Versionen von ihm, auch in einer anderen Farbe, also in dem Fall dann Agility Type. Und da könnte ich ihn auch noch verwenden, um die Super Attacke zu leveln. Ja, haben wir gesagt, wenn die Charakter denselben Namen haben, dann kann man die Super Attacke auch noch nach oben bringen. Von 1 auf, ja, auf 2 hoffentlich. Hat man auch eine gewisse Prozentchance, wenn es nicht 1 zu 1 dieselbe Karte ist. Gut, Super Saiyan 3. Vielleicht jetzt nochmal. 2 werden wir noch machen, dann ist das Video für heute auch durch. Wir haben auf jeden Fall Freezer am Start in seiner zweiten Form. Auch eine alte Karte, wie das, ja, wie das auch immer kommt, ja. So viele aus der Ginyu Force sind vertreten. Auch hier aus der Freezer Saga. Viele alte Karten. Piccolo ist mit vertreten. Ja, alles gut, alles gut. Freezer wollen wir nicht sehen. Wir wollen neue Karten sehen. Wir wollen auf jeden Fall die Androids sehen. Und zwar die LR Androids, wenn es recht ist. Wenn ich bitten darf. Ich habe nicht mitgezählt. Sind wir bei 8? Sind wir jetzt. Oh, Jesus! Oh, wie gut! Wieder eine LR-Karte, die ich noch nicht hatte, die aber nicht featured ist auf dem Banner. Aber trotzdem wahnsinnig gutes Dragon Ball Seekers. Das sind Goku, Pan und Trunks aus der GT-Serie. Die sind so cool. Die haben eine so coole Super-Attacke auch noch. Vor allem die Ultra-Attacke ist mega der Hammer. Wie Gangster. 2 LR-Karten gezogen. Zwar nicht die, die ich jetzt zwingend aus dem Video hier oder aus dem Banner ziehen wollte. Aber die Karte ist gut, weil es ist wieder eine LR-Karte, die ich noch nicht hatte. Und schaut sie euch an, das ist so süß. Dragon Ball GTs gehört nicht zur offiziellen Serie. Ja, viele Leute sagen ja, Gott sei Dank. Viele sagen leider und viele sagen, die Serie war generell extrem kacke. Ich habe sie geschaut, weil ich Dragon Ball Fan bin. Egal was kommt, ja, ich werde mir jeden Film, jede Serie dazu anschauen. Ich habe mir sogar die Real-Verfilmung gegeben, die vor vielen Jahren gelaufen ist. Die unfassbar schlecht war. Egal was sich die Leute gedacht haben, shame on you. mit keiner Sekunde habe ich mich in diesem Film über irgendetwas gefreut. Es war wirklich, wirklich schlecht. Aber egal was mit Dragon Ball GT ist, diese Karte ist in dem Fall super gut. Sie gibt sogar Dragon Ball Seeker Category Members 4 Key. Ja, es gibt nicht viele Teams, die das können. Und extrem viel Angriffskraft. Und zwar für alle Werte 170%. Das ist wirklich, wirklich gut. Man muss dazu sagen, dass die Charakter in dieser Kategorie nicht, es gibt nicht so viele extrem gute, ja, aber diejenigen, die drin sind, die sind, es sie ergeben ein sehr, sehr konstantes Team, würde ich sagen. Gut, letzter Multisummon. Wir haben 2 sehr gute LR-Karten gezogen. Leider nicht die, die eigentlich hier für diesen Banner gedacht sind, aber trotzdem. Let it rip, Brudis. Jetzt kommt's nochmal. Letzte Runde, die letzten 50 Stones, die wir in diesen Banner reinhauen. Denn ich möchte noch ein paar aufheben, wie gesagt. Für die Chance, bei dem nächsten Banner was sehr Gutes für euch auch noch zu ziehen. Beziehungsweise dann für meine Teams. Videl ist am Start. Okay, Vegeta haben wir auch schon gesehen. Weiter geht es mit Jesus. Wir haben Android 18, Nummer 4. Nummer 5 ist Chiaotzu. Auch nochmal dabei. Dann haben wir Yamcha, Nummer 6. Wir haben wieder Son Gohan Nummer 7. Alles gut. Gohan nochmal mit vertreten. Nummer 9 ist Android 16. Und die letzte Karte, die wir in diesem Banner ziehen werden, ist. Ah, oh, die ist süß. Die ist süß. She's cute. She's cute. I take it. I take it. Chichi Youth. Ich habe auch gehört, dass die Karte recht gut sein soll. Ich hatte sie bisher leider noch nicht gezogen. Möchte aber trotzdem einen kurzen Blick mal drauf riskieren, was sie so kann, die Kleine. Die kann sich. Kann sie sich dann nochmal weiterentwickeln? Kann da was sein? Weiß ich nicht genau. Was macht sie denn? 180%! Wow. ATK 180% when performing a Super Attack. Und dann, ATK 60% minus für 3 Züge, nachdem sie Schaden kassiert hat. Okay, alles gut. Das ist in Ordnung. Macht Supreme Damage und eine Medium Chance of Stunning the Enemy. Das ist gut. Also sie kann den Gegner stunnen, das heißt, dass er uns nicht angreift. Süß.
Trotzdem, echt süße Karte. Und wisst ihr was, deswegen, weil es so schön war, machen wir noch einen letzten und genau jetzt passiert es. Jetzt ziehen wir unser Rainbow Rare Shiny Glurak aus Dragon Ball. Wir werden jetzt genau die LA Androids ziehen. 16, 17, 18, ja, das Trio, beziehungsweise 17 and 18 slash 16, ja, damit wir sie auch alle zusammenspielen können. Super Saiyan 3, geht gut ab. Die letzten 10 Karten für das heutige Video sind Minozia, das ist der kleine Superheld aus, oh, war das der 12. Film, der 13. Film? Weiß ich gar nicht mehr genau, welcher das war. Magetta, mitvertreten. Frost, auch aus Dragon Ball Super. Dann haben wir den Supreme Kai. Okay, Nummer 5. Android 18. Nummer 6. Bujin. Dann haben wir Gohan. Haben wir auch schon ein paar Mal gesehen. Eine Karte, die kein Mensch braucht. Vegeta cool und Babidi. Boom. Das Schöne ist, wir haben noch bei dem ersten oder zweiten Summon war das, haben wir Son Goku gezogen mit der Kaioken. Das ist genau das Gegenstück dazu, und zwar Vegeta aus der Saiyajin-Saga, als die beiden sich gegenseitig gekloppt haben. Und das passt echt gut, weil ich glaube, bei dem fehlt mir auch noch einer. Schauen wir mal, den sperren wir. Ja, hier seht ihr, ich habe die Karte einmal, das ist schon die Weiterentwicklung. Und die schaut richtig, richtig Gangster aus. Also Freunde, das ist sehr gut gelaufen, muss ich sagen. Wichtig nach solchen Summons, nie vergessen, nochmal in eure Giftbox zu schauen, denn da verbergen sich dann die Medaillen, oder was heißt Medaillen, die Münzen, die ihr bekommt, dadurch, dass ihr den Banner gespielt habt oder dass ihr auf dem Banner gesummoned habt. 70 Stück habe ich bekommen. Das heißt, wir schauen nochmal in Summe. Ich glaube, ich müsste jetzt 100 haben. Lass mal gucken, wie viele sind es tatsächlich. Klick, klick. 100 Stück habe ich. Okay, mir fehlen also noch 400 Stück und dann könnte ich mir einen dieser LR-Charakter rausholen aus der Box. Schöne ist, den haben wir jetzt gezogen. Das ist sehr, sehr gut tatsächlich. Die Karte haben wir gezogen, die wollte ich auch unbedingt haben, weil die echt cool ist. Drei Charakter auf einer Karte. Die Super Attack schaut mega aus. Also sobald ich ihn trainiert habe, werde ich euch das zeigen. Ich werde ihn aber für ein Video benutzen, um dieses ganze Thema um. Wie trainiere ich einen Charakter? Wie level ich einen Charakter? Wie level ich die Super Attacke? Was mache ich mit dem Hidden Potential? Ja, das werde ich dann im nächsten Video zeigen. Und vielleicht, ja, kriege ich nochmal die Lust, auf diesem Banner ein paar Summons zu machen, denn ich würde trotzdem echt gerne die neuen Androids ziehen, weil die einfach extrem cool ausschauen. Aber insgesamt können wir uns echt nicht beschweren, wir haben schöne Karten gezogen, viele von diesem Banner aber nicht die hier. Aber vielleicht dafür beim nächsten Mal, ich hätte gerne diese Karte hier, weil die einfach mehr als geil ausschaut. Komm, machen wir die hier nochmal in den Hintergrund. Die kommen cool, Leute, oder? Die kommen cool. Freunde, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert den Kanal, falls ihr neu dabei seid. Wir machen hier verschiedene Dinge, auch Pokémon TCG, wir machen Yu-Gi-Oh! Openings, wir machen Gameplays zu verschiedenen Dingen. Also lasst ein Like da, sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin, haut rein. Ciao.